Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mal kein Testbericht, sondern heute ein Vergleichstest. Ihr seht, wir haben einmal Black and White, zwei fast identische Golf 7 Varianz mit einem kleinen, aber feinen Unterschied. Und zwar haben wir links ein 2020er Golf 7 Variant 1.5 TSI mit 150 PS in der Highline-Ausstattung und mit den 7-Gang DSG. Und hier rechts haben wir ein 2019er Golf 7 Variant Highline mit den 2 Liter TDI, 150 PS und den 7-Gang DSG. Wir sind jetzt beide Autos, also ich bin den schwarzen, Kollege ist den weißen gefahren. Wir sind beide Autos jetzt dieselbe Strecke hintereinander zur selben Zeit gefahren und wollen einfach mal herausfinden, wie groß der Verbrauchsunterschied ist. Ja, ich möchte das Ganze detailliert aufbröseln. Fangen wir erstmal an mit der Strecke, die wir gefahren sind. Wir sind von Dortmund nach Leipzig gefahren. Das sind ungefähr 400 Kilometer. Ihr seht es ja gleich im Bordcomputer. Wir haben beide Autos vor Fahrtbeginn vollgetankt, sodass die Abtankenanzeige jetzt quasi bei beiden in etwa gleich ist. Und ihr seht es dann auch am Tankstand, wie groß dann wirklich der Unterschied ist. Denn viele fragen sich ja, lohnt sich denn ein Diesel überhaupt noch im Jahr 2020? Beide Autos haben hier ein OPF. Beziehungsweise der hat ein OPF, der hat ein DPF, also ein Dieselpartikelfilter, der hat einen Autopartikelfilter. Noch kurze Fahrweise, wie wir gefahren sind. Wir sind wirklich hart am Limit gefahren, sprich überall da, wo unbegrenzt war, sind wir auch so schnell gefahren, wie die Autos es hergegeben haben, sprich immer 200 oder sogar mehr. Und an die Tempolimits haben wir uns aber ganz exakt gehalten. Also ich sag mal, wir sind jetzt nicht so gefahren, wie man vielleicht als normaler Mensch fährt auf der Autobahn, nämlich so 130, 140, 150. Und falls sich jemand dafür interessiert, wie der Verbrauchsunterschied bei ganz sachter, gediegener Fahrweise ist, der sollte bis zum Ende des Videos dranbleiben, denn da zeige ich das Ganze auch nochmal für eine sachte Fahrweise. Sondern wir haben wirklich schon bei beiden Autos immer Kette gegeben und ja, da finde ich es aber besonders interessant, wie groß dann unter Volllast der Verbrauchsunterschied jetzt ist. Gucken wir uns erstmal die beiden Fahrzeuge genau an. Wir haben hier 2550 R17 auf Winterreifen. Der Luftdruck wurde bei beiden Fahrzeugen vor Fahrteintritt nicht kontrolliert. Und hier bei denen haben wir 225, 45, 17. Ja, man kann es wahrscheinlich jetzt sowieso nicht erkennen und das Ganze ist ein Sommerreifen. Und zwar die Dunlop Sportmax. Macht vielleicht auch noch einen kleinen Unterschied. So, dann würde ich sagen, reißen wir mal hier bei den Schwarzen die Haube auf. Und wir sehen hier den 1.5er TSI. Und zu meiner rechten Seite reißen wir hier bei den Weißen die Haube auf. Und sehen hier einen 2 Liter TDI. Ich gehe kurz auf beide Motoren ein bisschen ein. Wir haben hier eben den 150 PS TDI mit 340 Newtonmeter. Wie vielleicht die ganz großen VW-Nerds oder allgemein VAG-Nerds unter euch erkennen werden. Wir haben hier noch den alten, in Anführungszeichen, 2 Liter TDI, den EA288. Es gab ab Ende 2019, glaube ich, ungefähr wurde der eingeführt, auch den 2 Liter TDI EA288 Evo im Golf 7. Der soll noch ein Tick sparsamer sein, aber wir haben jetzt hier den alten Anführungszeichen. Und dann haben wir hier eben den 1.5er TSI, moderner Motor mit 150 PS. Der hat im Gegensatz zum kleinen 1.5er mit 130 PS keinen VTG-Lader und kann seinen Motor im Freilauf bzw. im Segeln nicht abschalten. Wir haben hier nur eine in Anführungszeichen normale Zylinderabschaltung, also im Teillastbereich geht der auf zwei Zylindern. Genau, beide Turbolader sitzen jeweils hier hinten am Kopf. Einmal hier beim TSI und einmal hier beim TDI, nur um die mal kurz zu zeigen. Und ja, das Fahrzeug hat jetzt hier ungefähr 5000 bzw. 6000 Kilometer drauf, der weiße. Und der ist jetzt ungefähr bei, ich glaube, 12.000 Kilometer. Ja, beide Fahrzeuge haben einen Partikelfilter. Der hier hat einen Autopartikelfilter und der eben den Dieselpartikelfilter, logischerweise. Und dazu noch eine AdBlue-Einspritzung, sprich man muss hier alle ein paar Kilometer mal ein bisschen AdBlue nachfüllen. So viel erstmal zu den technischen Gegebenheiten. Schauen wir uns jetzt mal den Verbrauch an. So, haben wir jetzt mal den schwarzen 1.5er Platz genommen. Ich suche den richtigen Schlüssel raus und da haben wir ihn. Als erstes schauen wir mal hier auf die Tankanzeige. Wie gesagt, das Auto war vor Fahrtantritt absolut vollgetankt und jetzt haben wir noch sehr wenig Sprit im Tank. Also die Reservelampe ist schon an, 35 Kilometer und das nach 384 Kilometer Fahrt. Wie gesagt, wir sind jetzt hart am Limit gefahren, aber ich finde es auch mal ganz interessant, wie groß dann der Verbrauchsunterschied tatsächlich bei Volllast ist. So, und jetzt schauen wir mal hier auf den Bordcomputer und wir haben einen Wert von 11,1 Liter
und eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 135 km/h nach 384 Kilometer bzw. knapp 3 Stunden. Ja, ich würde sagen, 11,1 Liter finde ich noch in Ordnung, dafür, dass wir ja wirklich sehr, sehr flott unterwegs waren, öfters auch die Höchstgeschwindigkeit ausgereizt haben, und ich sehe gerade, das Display hier fängt ordentlich Fingerabdrücke, das müsste man auf jeden Fall nochmal sauber machen. Ja, und jetzt ist die Frage, wie groß ist der Verbrauchsunterschied jetzt beim TDI? Ich würde sagen, gehen wir mal rüber. Behaltet nochmal die Tanknadel im Blick. So, jetzt sind wir hier im TDI und ich würde sagen, wir machen mal die Zündung an. Ihr seht, die Kilometer sind in etwa gleich. Machen wir Zündung an und wir haben hier noch fast halbvollen Tank. Das ist schon mal der erste große Unterschied. Und jetzt ist die Frage, wie sieht das mit dem Verbrauch aus? Wenn wir gucken, wir haben hier einen Verbrauch von 8,7 Liter und noch 210 Kilometer Restreichweite. Also das ist schon noch ein großer Unterschied. Ich werde euch jetzt am Ende auch mal genau die Rechnung für dieses Verbrauchsbeispiel jetzt mit diesem Verbrauchsunterschied anhängen, ab wann sich dann hier welcher Jahresfahrleistung der Diesel lohnt. Vorausgesetzt, man kauft beide Fahrzeuge als Jahreswagen, wo dann der Unterschied zum Diesel nicht mehr so groß ist wie beim Neuwagenkauf. Sprich, als Jahreswagen sind die Diesel und Benziner in etwa auf dem gleichen Preislevel. Ich habe das Ganze jetzt hier mal mit SF3 verglichen bei der Hook. Und die Werte dienen jetzt erstmal noch grob als Überschlag für den konkreten Fall, dass man das Auto als Jahreswagen kauft und ja, Diesel und Benzin sich da jetzt preislich nichts mehr nehmen. Und wenn man mal bei mobile.de zum Beispiel nachschaut, ist das auch tatsächlich so, dass die 2 Liter TDIs in etwa gleich gehandelt werden wie die 1,5er TDIs als Jahreswagen, je nach Ausstattung. Was es noch allgemein zur Spritzigkeit des Motors zu sagen gibt, die ziehen auf der Autobahn echt nahezu identisch bis 200. Ab 200 ist dann der 1,5er TSI etwas schneller und auch in der Höchstgeschwindigkeit. Ja, der hier schafft so laut Tacho ungefähr 230 und der ist bei 236. Aber ganz ehrlich, das nimmt sich nicht viel. Im Schein sind beide mit derselben Geschwindigkeit eingetragen. Zur besseren Vergleichbarkeit blende ich euch jetzt an der Stelle auch nochmal die im Fahrzeugschein eingetragene Höchstgeschwindigkeit vom TSI und vom TDI ein, sowie das Leergewicht beider Fahrzeuge. Das spielt ja auch noch eine Rolle, wobei der TDI natürlich hier ein bisschen schwerer sein dürfte. Ja, unterm Strich muss ich sagen, finde ich das Ergebnis gut. Ich habe damit gerechnet, dass die Spanne noch sogar kleiner wird, weil ich weiß, dass der 1,5er TSI auch sehr sparsam kann. Den kann man auch ohne Probleme mit um die 5 Liter bewegen oder 6,5 Liter, wenn man etwas normaler fährt. Und ja, schreibt mal in die Kommentare, ob euch jetzt das Ergebnis überrascht habt, ob ihr vielleicht einen größeren Verbrauchsunterschied erwartet habt oder vielleicht sogar einen geringeren. Schreibt bitte jetzt nicht in die Kommentare, ja, so schnell und so schnell fährt ja niemand, das ist ja fernab der Realität. Ja, das ist fernab der Realität, beziehungsweise, ja, fernab der Realität ist es ja nicht ganz, aber es machen die wenigsten und das sollte man eigentlich auch nicht machen. Aber es ist einfach mal jetzt ganz nett gewesen zum Experimentieren, wie groß bei Volllast der Verbrauchsunterschied dann eben ist. Und ich finde es schon ganz angenehm, dass man hier noch knapp einen halbvollen Tank hat und beim TSI dann eben jetzt schon nachtanken muss. Falls euch der 1,5er TSI bzw. allgemein dieser schwarze Golf-Variant interessiert, dann solltet ihr unbedingt bei meinem Testbericht dazu vorbeischauen. Den verlinke ich euch an der Stelle hier oben irgendwo in der Ecke. Kann sein, dass der jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht online gekommen ist. Sobald der Testbericht online ist, werde ich den da verlinken. Ja, ich würde mich über eine Bewertung freuen oder einen Kommentar und sage an der Stelle schon mal ciao, bis zum nächsten Video. Ach so, und ich möchte noch mal was nachreichen. Und zwar steht jetzt hier bei den TDI als Durchschnittsgeschwindigkeit nur 127 und beim TSI 134. Das liegt daran, weil der TDI, den haben wir zuerst betankt. Der fuhr dann quasi von der Tankstelle eben ein paar Minuten vor, hat dort gewartet, wo ich dann den TSI betankt habe. Und dementsprechend ist auch hier die Fahrzeit ein bisschen länger, weil der stand einfach ein paar Minuten. Und deswegen ist auch die Durchschnittsgeschwindigkeiten hier ein bisschen geringer. Aber ansonsten sind wir wirklich die ganze Zeit schön hintereinander auf der Autobahn gefahren. Also nur damit es da zu keinen Verwirrung kommt. Und jetzt möchte ich auch nochmal kurz nachreichen, denn wir haben direkt im Anschluss, nachdem ich das Video aufgenommen habe, nochmal eine kleine Fahrt gemacht. Und zwar eine Sparfahrt in Anführungszeichen, beziehungsweise wir sind möglichst normal gefahren, sprich auf einer Strecke mit einer Länge von 35 Kilometern sind wir 20 Kilometer Autobahn mit 130 Tempomat gefahren, 10 Kilometer Bundesstraße mit 80 bis 100 Tempomat und dann noch 5 Kilometer Stop and Go durch die Leipziger Innenstadt. Und ich blende euch an der Stelle jetzt mal die Werte der beiden Fahrzeuge ein. Bei den TDI haben wir da einen Wert von 5,2 Litern, was ich durchaus gut finde.
und bei den TSI 6,3 Liter. Also ihr seht, da schrumpft dann der Verbrauchsunterschied schon etwas ein. Da sind wir nur noch bei 1,1 Liter Unterschied, aber ich finde es trotzdem gut, dass der Verbrauchsunterschied immer noch über 1 Liter ist. Habe ich so gar nicht erwartet, weil der 1,5er prinzipiell auch durchaus sparsam ist. Ja, das soll es jetzt wirklich mit dem Video gewesen sein. Schreibt bitte mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Und ja, dann bis zum nächsten Video.